lieben Foodies, wir stehen jetzt mitten hier auf der Karl-Marx-Straße in Berlin, weil wir suchen Neukölln heute, vor allem. Ja, wir suchen heute das beste Shawarma Berlins und das findet man wo? Hier in Neukölln. Ja, Shawarma quasi als Sandwich, gibt es ja in verschiedenen Formen, ist eigentlich jetzt so das arabische Pendant zum Döner. Ein bisschen anders von der Würze, ne? Da haben wir dann mehr so Zimt drin, wir haben Tahini, glaube ich, drin, Sesam, ein bisschen Hummus. Ist ein bisschen säuerlich, oft mit so Zitrone und auch mit eingelegten Gewürzen. Ja. Also es ist ein bisschen anders im Geschmack. Ich finde es tatsächlich geiler als Döner. Und wir haben drei Favoriten, wo wir immer gerne hingehen. Das ist Scham, der erste. Und am Ende machen wir ein Fazit und gucken, wo ist der beste Shawarma hier in Berlin. Und ich freue mich drauf, es ist immer richtig, richtig lecker. Leute, ich habe hier schon mal ein kleines Präsent bekommen. Timo, für dich, Kameramann. Hier. Nimm mal, was ist das? Das ist so Chicken Nuggets sind das eigentlich. Also Filet, Hähnchenfilet. Einfach mal als Geschenk mit Knoblauch bekommen. Können wir schon mal essen. Richtig fett Knoblauchsoße drauf heute. Fasten gebrochen. Guck mal, wie crispy diese Panade ist und diese fette Knoblauchsoße. Und ich bin ja ein absoluter Fan von Knoblauchsoße. Aber es geht heute um Shawarma. Ich weiß, aber ja, die Araber, die sind immer sehr gastfreundlich. So Leute, guck mal hier. Sogar mit Topping noch, guck mal hier. Mega gut. Richtig geil. Das ist richtig natürlich Hähnchen-Shawarma hier. Und das ist natürlich eigentlich so syrische Art. Ne? Man kriegt das auch so ein bisschen libanesisch. Auch in Ägypten, selbst in Israel kriegt man Shawarma. Das ist aber syrische Art. Finde ich besonders geil, weil da mal besonders viel Knoblauchsoße dran hängt. Die Knoblauchsoße ist übrigens nochmal hier extra, Leute. Das ist richtig geil. Und das Brot ist natürlich im Vergleich zum Döner eher so ein ganz dünnes arabisches Fladenbrot. Mhm. Was hier aber nochmal schön mit Fett, wie man hier sieht, angrillen. Ne? Und dann wird das richtig crispy von außen. Probiert Uwe zuerst. Mach du. Das Hähnchen ich hab was im Hals noch. Ich kann gerade nicht. Von dem Hähnchen gerade noch die Panade. Ich würde mal sagen, ich packe das mal hier ab. Gib mir, ich esse gleich. Gib dir. Guck mal, das meint ihr. Richtig schön Knoblauchsoße. Richtig fett Knoblauchsoße. Packen wir noch so eine sexy Gurke drauf. Und dann reinbeißen. Diese Knoblauchsoße ist so lecker. Was mir auffällt beim syrischen Shawarma. Du musst einmal die Soße essen. Da war eine Soße. Guck da mal hier drin. Da ist wirklich viel Gemüse drin. Ne? Das ist hauptsächlich Fleisch und Brot mit Knoblauchsoße. Aber halt geil. So, jetzt dippen wir noch mal rein. Leute, weil nichts geht ohne Knoblauchsoße. Was sagst du? Warte. Wie gesagt, wenn man reinguckt, wirklich hauptsächlich Fleisch und Knoblauchsoße. Man sucht vergebens tatsächlich irgendwie Gemüse wie beim Döner. Es ist aber richtig saftig. Mhm. Ich muss sagen, ich kenne viele Shawarma, die sind halt hups trocken vom Fleisch her und auch so innen, weil halt nichts drin ist oder sowas. Aber der ist richtig saftig. Ja. Ey, wie saftig ist der bitte? Richtig geil. Boah, der war ist natürlich auch ein bisschen fett, echt aber das ist das Geile daran. Mhm. Ich weiß, dass man bei dem libanesischen Shawarma hat man jetzt wirklich mehr auf diese Gurken und alles was drin und diese, diese lila Dinger, wie heißt das? Eingelegter Rettich oder so. Eingelegter Rettich und so. Das ist bei dem libanesischen. Beim syrischen ist das hauptsächlich wie Fleisch, das Brot, schön viel Fett und Knoblauchsoße, wo ich ja besonders drauf stehe, muss ich sagen. Das ist das Geile daran. Ja, es war jetzt auch jetzt hier, also ich finde, das ist auch nur so eine angenehme Größe. Weil was ich nicht mag bei den Dönern ist, dass die Dinger so fett sind oder so die Dürüm. Man kann das sehr gut essen, man braucht keine Taktik wie beim Döner. Genau, es fällt nichts raus. Du hast nicht das ganze Gesicht voll mit Soße danach? Das ist halt so, es geht ja um ein warmes Sandwich heute und deshalb ist es ein sehr guter Sandwich. Und ich finde, auch wenn da natürlich jetzt viel Fett drin ist, ist natürlich ein Geschmacksträger, aber von der Größe ist das jetzt, finde ich, wirklich überschaubar. Ne? Wenn man abends so einen kleinen Hunger hat, ist es noch okay, da hast du jetzt, was sind das vielleicht, 550 Kalorien vielleicht. Also wirklich ein geiler Happen. Scham. Was sagst du jetzt so, nur ohne jetzt die anderen gesehen oder getestet zu haben? Ich würde hier nochmal kommen. Also ich für mich ist noch das mal schon hinkommen. Auf jeden Fall schon allein. Also für mich ist es auch ausreichend. Mit der Wiener Knoblauchsoße. Also wenn ich einen geilen Shawarma will, weiß ich schon, hier kriege ich einen. Vielleicht ist das andere jetzt noch besser, aber ich wüsste schon fast gar nicht mehr, was viel besser sein sollte, wenn ich ehrlich bin. 5 Euro. Preise wollten wir so neuerdings mit dazu machen, haben ja viele gesagt, so, ey, mach doch mal die Preise. Ist jetzt Streetfood, 5 Euro. Machen wir mal ein Ranking. 5 Punkte zu vergeben? Ja, ich würde sagen 4,5. 4,5 sage ich auch. Was man halt echt noch machen könnte natürlich, aber das ist halt die Art vom Shawarma beim Syrischen, dass da, wenn da jetzt ein bisschen was Frisches noch drin ist, wäre natürlich so was Knackiges ganz geil. Ja, die Gurke, knallst du hier rein.
Ja, das ist der Shawarma-Geschmack, den man hier braucht beim Syrisch-Shawarma. Einfach Knoblauchsoße, geiles Fleisch. Saftiges Fleisch, ne? Ist manchmal auch viel zu trocken, so ein Fleisch. Muss man sagen, aber richtig das Fleisch saftig. Ist wirklich saftig. Da braucht man eigentlich gar keine Soße, ehrlich dazu. Sehr geil, würde ich immer wieder hier holen. Deswegen waren wir auch schon öfters hier. Wenn wir diese Tests machen, dann suchen wir mal welche aus, wo wir schon öfters mal waren. Vergleichen die aber trotzdem mit anderen guten, wo wir auch gerne essen, und das machen wir heute. Next one, Aldi Maschki. Tatsächlich, ne, wir haben ja auch ein paar Bekannte oder Freunde, die arabische Abstammung sind hier in Berlin. Und alle aus dem Gym, die ich da kenne, sagen, Aldi Maschki ist der das Favorit. Ist der Laden. Ja? Also der ist wirklich bei den Leuten, die halt sowas regelmäßig auch hier in Berlin dann essen, wirklich quasi der Favorit. Wir waren schon mal hier, oder ich war schon mal hier, ich fand es richtig gut. Und es ist halt immer ganz geil, die sind mega gastfreundlich. Wir wollten ja nur so ein bisschen undercover filmen, ne? Und dann fragt man ganz lieb. Und die haben gleich hier für uns dann nochmal den Spieß hergerichtet und haben gesagt, wir stellen euch einen Tisch raus und verlinkt uns bei Instagram. Also mega gastfreundlich gerade immer wieder. Und der Laden ist rappelvoll. Das ist auch immer ein sehr gutes Zeichen, wenn ein Laden richtig voll ist. Mhm. Und dementsprechend freue ich mich auf das Shawarma-Sandwich. Wird mir richtig ein Schmaus. Wir haben jetzt hier Shawarma. Das ist arabisch Shawarma, heißt es, ne? Aber es ist eigentlich wie Sandwich, nur aufgeschnitten, ne? Genau, Okay, und dann hier mit Knoblauchsoße. Ja, und Pommes, Bommes und ein bisschen hier so eingelegte Gürtchen und so weiter. Probier mal eine. Okay. Probier mal erstmal das Fleisch. Ja, erstmal das Fleisch, oder? Ja. Erstmal hier reintunken. Das ist syrischer Shawarma, ne? Ist anders als libanesisch. Ja, genau. Mhm. Weißt du schon. Schön saftig und knusprig. Zitrone? Mhm. Ein nee, Zitrone ist nicht drin. Das ist nur das Axt. Ah, okay. Also das. Ja, der Unterschied ist weniger Gemüse im Sandwich drin, genau, bei syrischer Shawarma. Ah, viel Knoblauch, ne? Genau. Das Geile ist, hier hat man so das kleine Häppchen. Was ist das? Ja, probier mal eine. Und hier ist so ein bisschen Granatapfelsoße. Ja, drüber, genau. Ne? Granatapfelsoße. Das ist so das i-Tüpfelchen. So lecker. Geil. Ja? Mhm. Crispy außen und schön saftig von innen. Genau, ihr sollt jetzt das probieren. Mhm. Ich probier gleich, ich muss auf die Kamera rein. Okay, mach mal. Timo probiert auch gleich, Leute. Ey, du Armer, du musst es die ganze Zeit halten. Ja. Soll ich irgendwie nee, abnehmen das oder so? Das ist meine Arbeit. Machen wir so eine Uhr. Du musst eine halbe Stunde Mizzes drehen. Es ist richtig lecker, vor allem mit der Granatapfelsoße hier drüber. Das ist Granatapfelsoße. Ja, das schmeckt richtig gut. Das ist geil. Das ist richtig lecker. Ich muss nochmal. Dann wird es leichter für dich. Leute, das ist das. Das müssen wir uns kaufen im türkischen Supermarkt und dann über unser Hähnchen machen. So lecker, wirklich. Wir haben hier eine ganze Platte. Das Ergebnis ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen verfälscht, weil wir eigentlich nur ein Shawarma-Sandwich haben wollten. Genau. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir jetzt einmal so eine riesen Platte hier spendiert bekommen, weil wir mit der Kamera antanzen. Also in dem Sinne muss man einfach sagen, das ist ja quasi das Sandwich. Ne? Nur halt aufgeschnitten. Genau. Das Sandwich wäre jetzt hier bei 4,50 Euro. Da wird wahrscheinlich die Soße jetzt außen nicht drauf sein, das weiß ich nicht beim Sandwich. Aber wir haben ja hier die Möglichkeit. Es ist die Möglichkeit, du kannst einfach die Soße drüber machen, wie du möchtest. Ja. Oder einfach sagen, ey, mach die Granatapfelsoße drüber, weil die hat schon etwas für mich. Also ich finde, hier ist einfach unabhängig von der Soße auch die Würze noch ein bisschen besser. Die Würze ist ein bisschen besser. Auch dieses leicht säuerliche kommt jetzt hier raus noch so. Zitronig. Es ist ein Zitronenhauch und das feiere ich sehr. Also von mir ist es hier nochmal hier von 5 Punkten eine 5 definitiv. Ich würde auch sagen eine 5. Also ich einfach würde definitiv nochmal herkommen. Ich würde gerne diese Platte hier essen oder auch einfach nur so ein Sandwich. Es ist sehr lecker. Das Hähnchen ist knusprig, aber auch saftig zugleich. Und ihr merkt schon, es ist rappelvoll. Die rappelvoll. Bestellung rein und raus, Leute. Und es heißt ja schon was, ne? Wenn ein Laden voll ist, das haben wir schon gemerkt. Und das wissen wir ja. Oder? Mega freundliche Menschen, also da hat man Bock auf jeden Fall wiederzukommen. Ja. Nummer 3, Al-Faisal. Unten an der Sonnenallee, fast direkt Hermannplatz. Also kommt man immer vorbei, wenn man eigentlich am Hermannplatz ist. Und hier sind wir schon ganz oft gewesen. Sehr muss man sagen, wirklich sehr lecker. Auch einer unserer Favoriten, und da bestellen wir jetzt auch noch mal ein Sandwich, beißt noch mal rein für euch. Und wir wissen schon, dass es gut schmeckt. Am Ende müssen wir aber trotzdem Fazit ziehen, was unsere Nummer 1 von den drei Läden ist. Liebe Foodies, ey, noch eine geile Shawarma-Platte hier am Start. Und zwar hier ein kleiner Unterschied, wir haben hier Coleslaw extra on top, ne? Zu dem anderen Shawarma-Teller, den wir gerade hatten. Und was fällt dir sonst noch auf, Christoph? Die Pommes finde ich optisch ein bisschen geiler, weil sie so dick sind. Ja, das sind diese dickeren Pommes. Schön ne? gewürzt. Ja, die sind und geil. Und die haben hier immer dieses arabische Brot, das ist wie so ein Fladenbrot, so dünnes, wo nochmal so ein Chili-Tomaten-Pass oder Paprika-Pass, ich weiß es nicht genau, drin ist.
schön nochmal so frittiertes oder angebratenes Brot so, angegrillt. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal rein, machen einen Live-Test. Mhm. Was mir gleich auffällt hier, ist auch wieder schön crispy von außen. Man hört das, hört ihr das? Und auch schön dick Knoblauchsoße wieder drin. Überall die Knoblauchsoße drin. Mhm. Geil. Mmh. Ja. Mhm. Ich muss auch sagen, geschmacklich wirklich auch gut, super gut. Ich würde sagen, was mir auch beim ersten bisschen auffällt, ist, dass das Hähnchen ein bisschen knuspriger, knackiger ist. Nicht so saftig wie die anderen, eher mehr wirklich knackiger, oder? Ja. Und wir hatten jetzt noch dieses Granatapfelsirup sonst. Das war noch eine schöne Note, ne? Steht da hinten auf dem Tisch. Könnte ich mir darauf machen, ja. Ja, also hier bieten sie dir das auf dem Tisch an, können sie wieder rüber träufeln. Aber Pommes Bombe hier. Kleiner Unterschied vielleicht noch ganz kurz. Mhm. Wir wollten ja eigentlich Shawarma Sandwich testen, ne? Jetzt haben wir hier schon wieder eine Platte. Das Problem ist, wenn man mit so einer großen Kamera hier ankommt, dann wissen die natürlich, dass wir was zeigen. Und dann machen die natürlich gleich eine Platte, weil die sagen, ey, macht mal lieber eine geile Platte als ein Sandwich, weil es sieht besser aus. Mhm. Und dann nehmen wir es natürlich auch dankend an, weil so eine Platte ist natürlich noch mal geiler als nur ein Sandwich. Und es ist richtig, richtig lecker. Wir waren jetzt bei drei Läden, ihr Lieben. Karl-Marx-Straße einmal, zweimal Sonnenallee hier. Und Ranking erstmal hier, dieser Laden, Christoph? Ja, also ich finde es mega krass. Mhm. Pommes lecker, Coleslaw, super Platte. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht einen direkten Vergleich zum Sandwich. Wir haben hier quasi ein Sandwich klein geschnibbelt. Mhm. Das ist aber eigentlich das Gleiche. Fleisch ist ein bisschen trockener als beim ersten Laden. Sonst ein super Gesamtpaket. Ich würde jetzt 4,5 von 5 geben. Ich würde auch 4,5 von 5 geben. Das heißt, und beim ersten hatten wir 4,5. Ja. Beim letzten 4,5 und jetzt gab es beim zweiten 5, ne? Genau. Also habt ihr gesehen, der zweite Laden, den wir als zweites besucht haben, steht an erster Stelle. Und an zweiter Stelle stehen die anderen beiden Läden. Natürlich muss man sagen, beim ersten Laden, da hatten wir einfach nur ein Sandwich gehabt. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, ich hatte da den krassesten Wow-Moment des Abends gehabt. Ich habe reingebissen, das ist wow, wie saftig ist das Fleisch, wie geil, ich will das Ding einfach inhalieren. Und deshalb, ja, kann ich jetzt nicht so vergleichen, aber Teller sind halt auch mega lecker. Ne? Und am Ende, Christoph, hier sind wir sehr oft gewesen und alle drei Läden. Du willst, kommst du rein, ja? Super, danke dir. Alles klar, danke dir. Alles gut, ich danke dir. Alles gut. Wir haben noch Wasser, danke, danke. Die bieten einen halt direkt immer was an. Ich muss sagen, wie gesagt, erster Laden war halt Fleisch am saftigsten. Zweiter Laden so das Gesamtpaket, die Aufmachung, der Teller, die Atmosphäre. Und hier einfach auch richtig geil, die Pommes. Danke. Sprite gibt's am Start, vielen, vielen Dank. Ja, da kommt man auf seine Kosten. Dementsprechend, am Ende kann ich nur sagen, kommt zu allen dreien. Und findet es selber heraus. Ihr habt damit rein. Jetzt unsere Top 3 Shawarma, syrische Shawarma, muss Shawarma man Spots in Berlin. Also, Foodies, geht hier hin, besucht die, abonniert unseren Kanal, lasst uns einfach unten in den Kommentaren wissen, was wir als nächstes probieren sollen. Wir gönnen uns jetzt diese Shawarma, ja. Hier Timo gönnt sich auch gleich noch was. Also, guten Appetit, Leute. Schön.